Ja gut, also die ganze Geschichte hat ja begonnen mit Francis Rossi eigentlich direkt da beim Rockmusik Classic mit Leo und Nick. Für mich ist natürlich Status Quo eine begleitende Band gewesen in meiner Jugendzeit. Ich meine, das Live-Album, Doppelalbum Live, das war eines meiner ersten Albums, das habe ich rauf und runter gehört, das war 1977, das war so ein Mega-Hit. Und dann Status Quo hatte etwas, lange Haare immer unten und diesen hier zu ihrem Rhythmus und das war einfach der Hit. Fantastic, that fucking drummer is. He hit them fucking drums.